Yannick Zehnder. Nach dem zweiten Drittel war es noch 2-1 gewesen. Am Schluss gewinnt der EVZ. Was hat der Ausschlag gegeben? Ich glaube, wir haben immer daran geglaubt. Wir wissen, dass oft eigentlich das letzte Drittel unser bestes Drittel ist. Ich glaube, wir haben am Anfang sind wir nicht so gut gestartet. Wir haben nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Auf der anderen Seite aber Lugano hat es auch super gemacht. Sie sind uns recht unter Druck gesetzt. Aber am Schluss haben wir es irgendwie geschafft, einen Sieg zu holen. Sie selber haben das Goal geschossen in der Überzahl. Ja, können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das so gelingen ist? Ja, ich glaube, in meiner Position in der Mitte im Powerplay ist es wichtig, dass eigentlich immer, wenn es einen Schuss gibt aufs Goal, dass du zur Stelle bist. Auch wenn es irgendwie hinter dem Goal landet, dass du schnell kannst holen, dass du die Scheibe kannst behalten und dass wir nicht immer raus wieder neu anlaufen müssen. Das Gleiche gilt auch, wenn die Scheibe vor das Goal kommt und dann versuchst du sie aufzulesen und haust sie rein. Jetzt kommen wir so langsam ein bisschen gegen den Schluss der Regular Season. Wie wichtig war das, jetzt auch zu sehen, dass man eben so eine aufkommende Mannschaft wie der HC Lugano kann schlagen kann? Ja, ich denke, das ist extrem wichtig. Wir haben jetzt den Rest der Spiele, die wir noch haben, haben wir sehr herausfordernde Gegner. Wir wissen, wir wollen nicht auf Knopfdruck in den Playoffs dann plötzlich funktionieren. Wir wollen jetzt anfangen, die richtigen Sachen zu machen. Und für das braucht es gegen Lugano extrem. Wir haben es jetzt ganz 60 Minuten gezeigt, aber ja, schlussendlich hat es gleich irgendwie gelangt. Okay, merci vielmals.